Herzlich willkommen bei Martina Mietz und heute, wir haben es geschafft mit Bjarne Mädel. Er ist in Köln und er ist zu uns gekommen. Ich freue mich, dass das geklappt hat. Das war ja gestern schon relativ krass für uns hier. Ja, ein voller Tag in Köln. Das passt aber jetzt ganz gut. Das freut mich, sonst wärst du auch nicht hier und wir können jetzt quatschen, solange wir wollen. Ja, irgendwann muss ich dann zurück nach Berlin, aber ein paar Stunden können wir hier das Material voll quatschen. Na, dann legen wir doch mal los, ne? Ja. Gut. Wir waren ja auch bei dir auf dem Setbesuch, ne, zu dem Film halt 1000 Arten den Regen zu beschreiben. Mhm. Und wir haben uns eingehend auch mit diesem Material beschäftigt. Das ist ja was komplett anderes, was du gemacht hast. Ne? Und wie sieht das jetzt so aus zukünftig? Sagst du dir jetzt, das Material reizt mich total, da mache ich weiter? Oder wird es irgendwann mal wieder eine Art Dietmar geben oder... Also ich werde ja jetzt gerade häufig darauf angesprochen, dass das 24 Wochen kommt er jetzt ins Kino. Das, richtig, das ist ja ein sehr ernster Film, ein Drama, ja. mit Julia Jentsch und 1000 Arten in Regen zu beschreiben, ist mit Bibiana Beglau, der kommt im nächsten Jahr irgendwie raus. Und das sind beides eher ja doch ernste Themen, die da behandelt werden. Aber ich mache für mich gar nicht so einen großen Unterschied. Also für mich, ich nehme auch eine lustige Szene genauso ernst. Also auch eine Folge Tatortreiniger spiele ich mit genau derselben Ernsthaftigkeit wie so ein Stoff. Das heißt, ich nehme jetzt nicht vor, ich mache jetzt nur noch ernste Filme. Ich mache gerne Filme, die was zu sagen haben und dann mache ich das immer davon abhängig, wer macht da mit. Also ja. Wer spielt da mit, wie ist das Drehbuch? Meistens kriegt man ja als allererstes so ein Drehbuch geschickt und dann weiß man schon, interessiert mich das, ist das eine spannende Rolle oder ist das ein spannendes Thema? Und ich fand halt bei den beiden Filmen jetzt, bei 24 Wochen und auch bei 1000 Arten den Regen zu beschreiben, das eine geht um, ich quatsche einfach so weiter drauf los. Ne? Also der eine geht halt darum, dass ein Pärchen ein krankes Kind erwartet mit Down-Syndrom und sich jetzt entscheiden muss, was machen wir. Und der andere Film, der Regenfilm, der geht darum, dass ein 18-Jähriger eben sagt, ich komme nicht mehr aus meinem Zimmer raus. Mhm. Ich sperre mich zu Hause ein, ich bleibe in meinem Kinderzimmer und ich setze mich diesem ganzen gesellschaftlichen Leistungsdruck nicht weiter aus, ich schließe mich weg. Und damit sind die Eltern konfrontiert oder diese Familie, die sich an dieser Tür abarbeiten. Die kommen nicht mehr an ihren Jungen ran. So. Und das fand ich beides so spannende Themen, weil ich nicht genau wusste, wie spielt man das denn. Und das ist erstmal eine große Herausforderung. Und deshalb habe ich das gemacht. Aber ich setze nicht so, dass ich sage, ab jetzt drehe ich nichts mehr, was komisch ist. Ich bin ja auch gerne komisch. Habe ich auch nicht so gemacht. Ja, nee, aber... Das wäre ja auch schade. Ich meine, du bist ja Schauspieler. Da musst du ja natürlich halt eben ein großes Spektrum halt eben haben. Und man muss sich ja austoben können. Man will ja auch nicht auf eine Rolle festgelegt werden. Ja, wenn du jetzt an den Ernie machst und dann machst du den Dietmar und dann kommt der Schotti und dann kommt irgendwann noch der Bernd und der Wilhelm und der August und alles ist gleich, ja. Und ich habe das nachgelesen, dass du solche Rollen auch wirklich dann abgelehnt hast, wo du gesagt hast, da sind ja so viele Parallelen, das ist ja eigentlich für mich gar keine Herausforderung. Ja, aber auch für den Zuschauer ja nicht spannend, wenn er mich irgendwie jetzt 10 Jahre bei Stromberg als sagen wir mal, nerdigen, wie nennt man den denn? Rührei auf Füßen, haben wir immer gesagt. Also wenn man so einen Typen, so einen neurotischen Kerl, irgendwie wie den, der hat Probleme mit Frauen, wohnt noch bei der Mutti und so weiter, schwitzt. Und wenn ich dann einen anderen Charakter angeboten bekomme, der noch zu Hause wohnt, der Probleme mit Frauen hat und der halt irgendwie irgendwelche Allergien hat oder Süßigkeiten nicht essen darf oder so, dann denke ich, ja, das ist ja fast nochmal dasselbe. Und warum sollte der Zuschauer das spannend finden, mich immer in der gleichen Rolle zu sehen? Also ich finde dann 10 Jahre für so eine Serie ist wahnsinnig viel, wo man immer wieder dieselbe Rolle spielt. Man fängt ja auch irgendwann an, sich zu wiederholen. Mhm. Und Mord mit Aussicht waren 7 Jahre. Also das sind immer so für mich... 39 Folgen, ne? 39 Folgen, bei Stromberg waren es 46.
40 Folgen. Kommen wir gleich nochmal. Ja, also wo ich immer denke, 39 mal 45 Minuten, das sind 20 Kinofilme, die man in der Zeit hätte drehen können. Gibt es also heute ja, die man, machen. Man, ja, man muss die halt auch angeboten bekommen, klar. Ja, ja. Aber ich merke halt jetzt gerade, wo ich versuche, mich so ein bisschen von den Serien zu lösen, dass ich unterschiedliche Sachen mache und das macht total Spaß. Also deswegen meinte ich das ja gerade eben so, als Schauspieler will man eine Herausforderung haben und da ist ja dieses Schubladendenken halt. Und das ist in Amerika zwar auch so, aber das ist, ich will jetzt auch keine Vergleiche ziehen, aber es ist ja so Tom Hanks, der spielt dann hier, Geschenkt ist noch zu teuer, hahaha, großer Lacher. Und dann irgendwie ein paar Jahre später kommt dann Philadelphia raus und da sagt keiner irgendwie, ja wie kann der nur, und das geht ja nicht, zack, bom, bom, wird das mit Auszeichnung überhäuft. Ich meine, es ist ja als Schauspieler klar, dass man nicht festgelegt werden will, sondern man will ja zeigen, was man kann. Und da wäre jetzt meine nächste Frage, da gibt es ja auch diese berühmte Lee Strasberg-Schule, die dieses Method Acting macht. Method Acting mit diesem, weiß ich nicht, hier, dass man in die Psyche geht und so weiter und seine Kindheitstraumen hervorholt, um das in diese Rolle einzubringen und das Publikum komplett vergisst. Was hältst du denn davon? Das ist irgendwie eine Schauspielmethode, nach der ganz viele Hollywood-Schauspieler arbeiten. Und ich habe das in der Schauspielschule kurz kennengelernt. Das geht ja darum eigentlich, dass du Emotionen schnell herstellen können musst als Schauspieler. Jetzt heißt es, die Szene, keine Ahnung, du verlierst deinen Liebsten in einem Autounfall und wie spielst du das? Und dann sollst du eben heulen auf Knopfdruck. Und da gibt es diese Methode, dieses Method Acting, wie wir auch immer, wir sagen immer gerne auch Massive oder Messe, ja. Messe Acting, der hat viel auf Messen gespielt. Aber Method, also die Methode, dass man dann halt sucht, was bringt mich immer wieder zum Weinen. Das sind oft nicht die Sachen, wo man was Schlimmes erlebt hat als Kind, weil die Sachen hat man meistens verarbeitet, sondern es sind eher so Sachen, keine Ahnung, dass du mal abends alleine gesessen hast und dich hat niemand abgeholt oder irgendwas. Und dieses Gefühl, du auf einmal, keine Ahnung, du wurdest von deinen Eltern im Kindergarten vergessen oder so, oder du hast mit Masern alleine. Ja, also ich habe ja oder nach dieser Methode nicht, nicht so. Also, genau. Aber ich versuche einfach, die Situation ernst zu nehmen und Und klar, wenn es darum geht, dass da Tränen kommen sollen und ich traurig bin, dann versuche ich das einfach, die Situation. Geht das denn so bei dir auch? Ja, das geht, wenn die Situation, also bei 24 Wochen zum Beispiel, da gibt es so harte Szenen, wo ich schon beim Lesen des Drehbuchs ein Kloß im Hals hatte. Ja. Und wenn du dann in dieser Situation bist, dann ist das absolut, da kommst du nicht, ja, das ist abrufbar und du kannst es auch immer wieder. Das klappt mal besser, mal schlechter, ist auch ein bisschen tagesformabhängig, finde ich. Und ja, dann gibt es natürlich auch Hilfsmittel, dass du dir vorher Pfefferminz ins Auge pusten lässt und so. Dass, ja, wenn du schon heulst. Wenn du einfach schon heulst. Glycerin oder so, dass ihr das reinträufelt und. Nee, es gibt so einen Stab, durch den Pfefferminzöl gepustet wird ins Auge. Oh, also das ist dann das so ist scharf heftig. Und dann fangen die Augen eben an zu tränen und. Das ist einfach, wenn du schon heulen sollst. Aber wenn du in einer Szene anfangen sollst zu heulen, kann natürlich nicht die Maske kommen und dir was ins Auge pusten. Das würde ein bisschen albern. Würdest du auch ganz, wahrscheinlich so... Wäre sehr lustig dann wieder, aber... dann wäre es lustig. Ja, aber man sieht das manchmal eben auch, wenn Leute mit so Vaporub und so Sachen arbeiten, die unterm Auge glitzern. Das sieht dann eben künstlich aus. Ja. Aber was ich sagen wollte, dieses Method Acting, das hat natürlich auch Grenzen. Ne? Wenn du Mörder spielst zum Beispiel, dann kannst du ja nicht sagen, ich gehe erstmal los und bringe ein paar Leute um, sondern du musst halt irgendwie was finden, was dem gleichzusetzen ist. Oder wo holst du diese Aggression her oder so zum Beispiel. Ja. Ne? Also ich finde das jetzt nicht total albern, dieses System, das gibt es ja auch schon wahnsinnig lange und viele Leute, Schauspielkollegen arbeiten damit, gerade in Amerika. Aber es ist jetzt nicht so mein. Ich habe keine Methode, wo ich sage, so muss ich arbeiten. Also, nee, das schwören halt viele drauf. Aber ich denke, das muss jeder für sich selber entscheiden, wie er das transportiert. Was zum Beispiel sinnvoll ist, wenn du
keine Ahnung, du spielst, sollst einen Arbeiter spielen und der auf einer Baustelle arbeitet oder so und du warst aber noch nie in deinem Leben auf einer Baustelle, dann bewegst du dich natürlich künstlich oder nicht so wie jemand, der da schon mal gearbeitet hat. Und manchmal hilft das dann einfach zu sagen, ich gehe da mal 2 Tage umsonst arbeiten, damit ich einfach so ein bisschen Gefühl dafür kriege, ja, wie man sich da bewegt oder was da so normal aber ist. Aber du hast ja schon die Erfahrung. Naja, die Bauerfahrung habe ich jetzt schon, aber ich weiß, wenn ich jetzt einen Anwalt spielen würde, einen Arzt, dann würde ich halt versuchen, auch mal mir diese Routine so ein bisschen anzueignen, ja, ne? Damit man, das merkst du ja schon, wenn du ein Kostüm anziehst, sieht das aus wie ein Kostüm, mhm, oder verbindet sich das mit dir, dass das irgendwie sich normal anfühlt und dann eben auch authentisch aussieht. Ne? Ja, aber das ist genau auch so ein Punkt, jetzt, wo du gibst mir gerade die Vorlage dazu. Es gab ja diese Schwarzwaldklinik und da gab es ja wirklich Leute, die sind da hingereist, weil die glaubten, Dr. Brinkmann gibt es. Ja, wirklich, ja. Und hat er alles richtig gemacht. Aber manchmal wundern wir uns auch an E-Mails, die wir bekommen, dass Leute nicht unterscheiden können zwischen einer Rolle und das ist ein Schauspieler, sondern die denken dann, oh, der existiert wirklich, das ist ein Arzt. Oder man dachte bei einer Sendung, bei einer Serie beim WDR oder dass dieses Restaurant wirklich besteht und alle haben Bestellungen machen wollen und wollten da essen. Das ist natürlich halt für einen Schauspieler, glaube ich, weiß ich nicht, mehr Fluch als Segen, oder? Es kann beides sein, aber es ist schon, weil man dann ja auch wieder so ein bisschen festgelegt wird. Ja, ich sehe das einerseits als Lob, also am Anfang, als ich, ja, habe ja bei Stromberg das erste Mal so ein bisschen häufiger vor der Kamera gestanden und dann haben mich natürlich Leute als Ernie auf der Straße erkannt und auch als Ernie angesprochen. Ja, so. Zum Beispiel. Dann kamen aber ja mittlerweile zum Glück ein paar andere Rollen und jetzt freue ich mich, wenn die Leute mich als den Schauspieler erkennen, der das spielt. Ja. Also jetzt passiert es mir eigentlich nicht mehr, dass Leute mich mit Ernie ansprechen, sondern klar, wenn ich jetzt gerade den Schnurrbart habe von Schotti, dann bin ich halt der Tatortreiniger, dann passiert mir das, dass Leute auf der Straße sagen, bei uns können Sie auch mal putzen kommen oder wo ist denn hier einer gestorben oder so, wo ist denn das Blut oder... Tatortreiniger, apropos. Ja, also natürlich freue ich mich, wenn die Leute irgendwann einfach sagen, ach guck mal, das ist der Schauspieler Mädel und das, ja, also das... Eigentlich ist es ja klar, dass es verschiedene Rollen sind, aber das ist die Gefahr von Serie. Ne? Wenn du immer wieder als derselbe auftauchst, dann wirst du eben auch ein bisschen damit verwechselt. Das war bei Schimanski zum Beispiel ja auch so, weil du von Tom Hanks gesprochen hast, der da mal was ganz anderes gemacht hat. Schimanski war ja auch immer seine Paraderolle. Chemie und dann den Todmacher gespielt. Und alle haben gesagt, oh, das ist ja ein ganz toller Schauspieler. Aber der war schon immer ein ganz toller Schauspieler. Der hat halt nur einfach immer diesen Trenchcoat mit sich rum oder diese Chemiejacke mit sich rumgetragen. Der hatte halt sehr unkonventionelle Methoden halt. Ja, der wurde darauf dann aber eben auch von vielen reduziert und alle wollen dann eben genau das wieder sehen. Und das ist für uns Schauspieler immer sehr langweilig, weil wir natürlich gerne auch was anderes machen. Deshalb sind wir ja Schauspieler geworden, um nicht jeden Tag dasselbe zu machen. Das läuft ja irgendwann mal tot, denke ich. Also ich meine, irgendwann ist ja auch mal gut. Ja, dann hat man auch das Gefühl, schon wieder, das ging mir zum Beispiel ein bisschen bei Mord mit Aussicht so, dass ich so das Gefühl hatte, klar kann man jetzt nochmal die Blumen gießen auf der Wache und man kann nochmal ein Brötchen mit Fleischwurst essen, aber irgendwann... Ja, aber lustig war schon. Ja, das hat ja auch total Spaß gemacht. Das waren ja auch irgendwie tolle Kollegen und wir haben toll miteinander gearbeitet. So. Aber das gibt dann irgendwann so einen Punkt, wo ich für mich sage... Ich habe Lust auf eine neue Herausforderung, auf eine neue Figur. Jan, ich unterbreche dich ungern. Absolut. Ich tue es trotzdem. Ja. Frechheit. Scheiße. Ja. Entschuldigung, ich mache es wieder gut. Wird man hier mitten im Satz, wird man hier unterbrochen? Es tut mir so leid. Bitte sei wieder gut. Ist wieder gut? Na gut. Danke. Puh, Glück gehabt. Nee, es ging mir darum. Eine Frage, die mir wirklich, also ich meine, ich stelle Fragen, die mich auch interessieren, ja? Also ich bin ja noch nicht hier Schema. Ne? Nee, am besten nur Sachen fragen, die dich interessieren. Ja, mache ich nur, mache ich prinzipiell. Ich bin ich komme ja jetzt schon da drauf, Mensch. Tatortreiniger. Ich habe das erst kürzlich gesehen und da war diese Folge Geschmackssache. Und da war ja so eine Fliege, die hat dann stell dich ein mit der anwesenden Dame etwas gestört. Ja. Und die krabbelte dir über den Bauch. Nun stelle ich mir die Frage, und nicht nur ich, wie habt ihr das mit der Fliege gemacht? Habt ihr da vorher die Flügel raus? Nein, das habt ihr nicht gemacht. Es gibt tatsächlich zum Drehen manchmal Fliegen, die nicht fliegen können, die gezüchtet werden.
Und die laufen dann meistens aber nur irgendwo lang und fallen dann vom Tisch runter. Ach so, die liegt bei, da auch. Bei Mord mit Aussicht hatten wir die auch ganz oft auf der Wache, um eben dieses Dörfliche zu erzählen. Ne, ja, dass ja, man ja, so, ja. Sind Fliegen ja immer ein gutes Mittel. Ich weiß, beim Tatortreiniger zum Beispiel, dass gerade am Anfang hatten wir noch sehr wenig Zeit für diese Folgen. Und so eine Fliege, die dann nicht das macht, was man möchte, kann einen dann schon eine halbe Stunde kosten, die man eigentlich nicht hat. Und eben. Das Tolle ist aber, dass wir uns die trotzdem nehmen und der Regisseur Anne Feldhusen ist genauso detailverliebt, wie ich das bin. Und der Trick bei der Szene war Marmelade. Ich haben hatte, Sie die auf hatte, dem Bauch? Ich Nein. hatte Marmelade am Bauch, damit Echt? Die irgendwas hat, wo sie was zu naschen kriegt. Und einfach, wir haben Honig ausprobiert und ich glaube, es war im Endeffekt Marmelade, die dann noch so in Resten war, wo die dann da lang hat man aber nicht ist. Gesehen. Also ich habe jetzt nicht so gesehen, aber ich fand es ja faszinierend. Nee, soll man ja auch nicht sehen. Aber nee, solche Sachen, die sind dann eben speziell und toll, aber die kosten eben auch Zeit. Das ist immer manchmal, wenn die Sender dann fragen, warum braucht ihr denn so lange, warum seid ihr denn noch nicht fertig? Weil man eben auch was Besonderes machen möchte und das klappt dann halt nicht. Besonders, wenn du mit Tieren arbeitest. Und wir haben versucht, gerade beim Tatortreiniger, eigentlich hat sich das am Anfang so ergeben, wir hatten bei der allerersten Folge hatten wir Fische im Bild und seitdem versuchen wir eigentlich immer irgendwie lebendige Tiere einzubauen, weil es auf der einen Seite eben um das Ableben eines Menschen geht, ums Sterben und den Tod und dann wollten wir unbedingt was Lebendiges ins Bild bringen. Ja. Und es ist uns nicht immer gelungen, aber fast immer kommt irgendwie ein Tier auch drin vor. Ja, sehr geniale Idee mit der Fliege. Also ich habe mich da echt gefragt, wie habt ihr das gemacht? So, ja, ganz einfach, Marmelade. Draufgepappt und er hat gesessen. Ist dir irgendwas peinlich eigentlich beim Dreh oder so? Oder gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, das mache ich niemals vor der Kamera? Niemals? Schlechte Texte sprechen. Ach so, das alles. Also wenn Sachen wirklich schlecht sind, dann ist mir das unangenehm. Ja. Also im Moment, toi toi toi, läuft das ja gut und ich habe das große Glück, dass ich Sachen machen kann, die ich selber auch gut finde. Aber es gibt ja auch die Situation für Schauspieler, dass du was spielen musst, was du selber vielleicht nicht ganz so toll findest, aber die Miete muss rein. Weißt du, du hast zwei Kinder zu Hause, die du ernähren musst und die wollen auf Klassenreise und dann sagst du halt, okay, dann mache ich halt diesen Film oder spiele diese Rolle, obwohl du es eigentlich aber doof findest. Du hast findest. Zwei Kinder oder was? Nee, ich meine jetzt nur generell. Ach so, generell. Okay, und das... Ja. Da habe ich ja gerade Glück, dass ich Sachen mache, wo ich sage, die finde ich selber super. Mhm. Würde ich mir auch angucken. Aber das Glück hat ja nicht jeder Kollege. Insofern weiß ich nicht, was da noch auf mich zukommt. Aber ich glaube, dann würde ich eher versuchen, was ganz anderes zu machen und meinen Beruf da nicht zu verraten, als Sachen zu machen, die ich selber doof finde. Also zum Beispiel gibt es ja in Deutschland wahnsinnig viele Krimis. Und in den Krimis wird immer noch mal dasselbe gesagt. Da wird immer gesagt, ach, Sie meinen, er ist gestern mit dem Auto hergekommen. Dann würde das bedeuten, dass er nicht zu Fuß gegangen ist. Ja, weil sonst wäre er mit dem Auto. Wenn du das dann 10-mal gehört hast, denkt ihr, ich bin bescheuert oder was? Also, ja, aber den dass, Eindruck dass hat diese der Zuschauer ja auch. Also, Krimis auch dann so. Immer noch mal sich selber nacherzählen, das finde ich total langweilig. Und da würde ich mich als Schauspieler immer gerne weigern. Ansonsten, weil die Frage war, was mir peinlich ist, weiß ich nicht, es gibt bei 24 Wochen zum Beispiel auch eine Nacktszene. Das ist nie angenehm, wenn man sich vor dem gesamten Team nackig macht. Irgendwie. Das ist für alle unangenehm. Aber das gehört eben zur Geschichte. Insofern finde ich das dann nicht problematisch. Also da bin ich auch nicht eitel im Sinne von, wie komme ich da rüber oder sehe ich da toll aus oder nicht. Sondern wenn die Figur unvorteilhaft aussehen soll, dann finde ich es auch richtig, wenn ich nicht perfekt aussehe oder so. Also das ist mir jetzt zum Beispiel nicht peinlich, sondern mir ist es nur peinlich, wenn ich es schlecht finde. Wenn ich mir was angucke und mich verspielt habe, meiner Meinung nach, also wenn ich nicht richtig das Richtige gedacht habe zum Beispiel, dann ist mir das total peinlich im Nachhinein. Dann denke ich, das ist nicht gut. Ja, aber du hast auch mit Spracherecht halt bei Texten oder Szenen, wo du sagen kannst, das gefällt mir jetzt gar nicht. Mittlerweile ist das so. Hast du ja so schön erklärt, halt, wie wir beim Setbesuch waren, dass du dann dich mit der Regisseurin oder dem Regisseur zusammensetzt und sagst mal, das habe ich jetzt nicht verstanden oder so. Klar, also ich würde mich nie zwingen lassen, irgendeinen Satz zu sagen, den ich doof finde, der sich dann auch nicht gut spielen lässt oder sich nicht authentisch anfühlt, weil er nicht meiner ist. Also ich muss ja irgendwie die Texte zu meinem Text machen und wenn irgendwas sich, keine Ahnung, es gibt Leute, die sagen eher warum und andere, die sagen eher wieso.
Das ist jetzt nur so ein ganz kleines Beispiel. Ach, das stimmt. Aber wenn da steht, warum haben Sie das denn so und so gemacht? Und jemand anders sagt dann, wieso haben Sie das so und so gemacht? Es gibt einfach Sachen, die sind näher bei einem dran. Und die darf man natürlich ändern und einem das so ein bisschen mundgerechter machen. Aber wenn es so richtig größere inhaltliche Eingriffe sind, dann muss man das natürlich mit der Regie absprechen. Mhm. Und ich sage dann immer, mich kann niemand zwingen, Sätze zu sagen, nur weil sie da im Drehbuch stehen. Ne? Das, ja, aber ich finde das. Aber wenn du jetzt zum Beispiel ein junger Kollege bist, hast du es viel schwerer. Echt? Wenn du nicht, ja, ich habe natürlich jetzt eine Position, wo sie sagen, oh, der Mädel will den Satz nicht sagen, dann vielleicht kriegen wir es irgendwie anders hin. Also ich bin dann auch mal bockig oder so, aber immer für die Sache. Der Mädel wird bockig. Naja, aber ich mache dann immer auch einen Kong. Ich sage jetzt nicht, ja, das will ich aber nicht sagen, sondern ich sage, ich möchte es gern anders sagen. Also ich mache ja dann immer einen anderen Vorschlag. Ja. Und meistens sind die Regisseure dann so, dass sie sagen, was steht da eigentlich so und so und was willst du sagen? Und wenn man das dann gut verkauft, dann sagen sie, ja, ja, mach, dein Satz ist viel besser. Also, ja, aber ich fand das gut, was du in einem Interview auch mal gesagt hast, halt eben, da bin ich absolut d'accord mit dir, dass diese Sprache in den Filmen wirklich total mitunter unrealistisch ist. So redet kein Mensch. Ja, ich meine, da sagt man sich auch, wenn ich mir vorstelle, die Polizei kommt jetzt hier rein und die würden so reden, da würde ich erstmal einen Lachanfall wahrscheinlich kriegen und sagen, was wollt ihr denn hier? Ja, also das fand ich toll, vielleicht kann man da noch ein bisschen dran arbeiten. Du hast jetzt eben noch gesagt, halt eben, wenn du jetzt mal in einer Situation bist, wo du halt Geld verdienen musst, vielleicht wenn du jetzt Kinder hast und so, Familie ernähren, dann würdest du wahrscheinlich dann eher die Schauspielerei zurückstellen, habe ich das richtig verstanden, bevor du etwas machst, womit du nicht klarkommst. Nee. Was wäre denn dann die Alternative so? Im Moment versuche ich einfach dann, mich ein bisschen breiter aufzustellen, denn ich mache ab November wieder Theater und gehe ins Schauspielhaus in Hamburg und mache da ein Stück. Ich mache Hörspiele oder Hörbücher. Ich also versuche mich ein bisschen, natürlich dann, noch Schauspieler zu bleiben, aber mich jetzt nicht nur so abhängig zu machen von einem Sender oder so. Ne? Das, ja, man das sagt jetzt, okay, gut, wenn du da nicht mehr gern gesehen bist oder es gibt eine andere Redaktion, die dich doof findet, dann bist du auf einmal raus. Im Moment bin ich natürlich irgendwie, habe ich Sachen, die recht erfolgreich gelaufen sind. Insofern geht es mir gerade ganz gut und ich kriege weiterhin Angebote. Aber ich habe auch schon Kollegen getroffen, die waren toll und die haben nichts zu tun. Ne? Die sagen, ich habe jetzt seit einem halben Jahr keinen Drehtag angeboten bekommen und warte nur auf einen Anruf. Das kann irgendwie auch nicht sein. Das ist aber auch nervig, ne? Und das meine ich einfach nur, bevor ich mich so abhängig mache oder irgendwas mache, was ich inhaltlich doof finde, ja, du hast würde ich tatsächlich lieber was, würde ich lieber, keine Ahnung, ich sag jetzt irgendwas Kellnern gehen oder irgendwas ja, anderes machen. Nicht, ne? Ich hoffe es auch nicht, aber ich finde, man muss da versuchen, möglichst konsequent zu sein. Aber es sagt sich immer so leicht, weil bei mir geht es jetzt wirklich tatsächlich hast ganz gut. Ja. Und das ist dann immer Herr Mädel hat einen Lauf. Es kann auch gern so weiterlaufen. Ja, was wäre denn zum Beispiel, wenn Hollywood ruft und sagt, Herr Mädel, wir finden Sie so toll, kommen Sie doch mal rüber und drehen mit Robert De Niro oder Will Smith oder was weiß ich, wen es da noch alles gibt, einen Blockbuster. Ja, so. Why not? Ich habe tatsächlich in Amerika, das ist jetzt die Kühlung, wir reden ein bisschen lauter. Wir sind ja in der kein Kneipe. Problem. Das ist live, Leute. Ja, das ja, lieben es wir ist aber. Sehr heiß. Es sind 42 Grad in Köln. Im Schatten. Und wir beide schwitzen nicht. Nee, gar nicht. Nicht überhaupt das nicht. Das ist Konzentration, also, weil wir uns vorher vorgenommen haben, nicht zu schwitzen. Richtig, so ist es. Also zumindest Zuschauer. Nicht obenrum. Untenrum läuft die Soße. Bei dir vielleicht, bei mir nicht. Ah, okay. Wollte ich nochmal klarstellen, ja? Nee, links von mir ist alles trocken. Also, wo waren wir stehen geblieben? Ja, wir waren, Herr Mädel, wir waren stehen geblieben. Yes, America, yes, yeah, why yes, not? Very, very great. We can go on English, because yes, I'm coming from New York City, yeah, so no the, problem this international that. Program. Oh, yeah. Yes. Mein Vater lebt in Kalifornien und ich war tatsächlich im letzten Jahr in Hollywood und habe da einen Produzenten getroffen. Und der hat mich auch gefragt, ob ich denn mir vorstellen könnte, meine Arbeit nach Amerika zu verlegen. Und da habe ich ihm geantwortet, das ist jetzt meine Antwort auf deine Frage. Ja. Wenn das heißen würde, dass ich die nächsten 2-3 Jahre nur noch Nazis spiele, dann habe ich daran kein Interesse. Ja, das stimmt. Weil die Deutschen, die nach Amerika gegangen sind, bis auf 1-2 Ausnahmen wie Armin Müller-Stahl oder so, gibt es, wird man halt in kleinen Nebenrollen als Soldat aus dem Dritten Reich besetzt. Und da hätte ich jetzt erstmal viel zu schöne Angebote in Deutschland, als dass ich das machen müsste, jetzt darüber zu gehen. Aber ich hätte total Bock, mal auf Englisch zu spielen. Also ich kann einigermaßen, ja, weil ich da, Englisch, ja, ich habe da 2 Jahre gelebt. Und wir testen das noch, liebe Zuschauer. Wir werden das später, alright, wenn die Kamera aus ist, werden wir das ja testen. Ja. Aber das würde mich mal interessieren, weil natürlich mit Sprache ist man
ja, so verbunden auch mit den Figuren. Das würde mich interessieren, ob man dann irgendwie ein künstlicher wird, wenn man auf einmal auf Englisch spielt. Ja, also, ja, der Christoph Waltz kann das ganz gut. Ne? Stimmt, der ist ja die andere Ausnahme. Die andere Ausnahme, ganz genau. Aber der spielt jetzt einen Bösewicht nach dem anderen. Also, da liebt er aber Quentin Tarantino, wäre ja auch cool, ne? Wenn der mal anbindeln würde bei dir, oder? Spielst du einen irischen Massenmörder? Ja, das ist natürlich so ein Glück für Christoph Waltz. Also, der hat das auch super gemacht. Ja, das ist ein wahr. Ganz, ganz toller Schauspieler. Das ist wahr. Aber du musst halt auch da zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und dann jetzt dreht er halt irgendwie einen coolen Film nach dem anderen mit dem Typen. Also, ja, aber vielleicht kommt das ja noch. Warum nicht? Ne? Why not? Why not? Genau. Ja. Aber da habe ich noch eine Frage. Zimmerfrei hast du gesungen. Yes. Yes, it was really cool. I loved it. Dankeschön. Wann kommt dein Album raus? Nee, das war, man muss ja da singen. Bei Ina Müller habe ich auch schon mal gesungen. Das ja, habe so ich auch Sendungen, gesehen, ne? Immer man, nur ficken, man, oder was? Genau. Das sind so Sachen, wo man singen muss. Ich finde, ich singe okay für einen Schauspieler, der in der Rolle singen muss. Nee, aber du hast das gut gemacht, das klang wirklich authentisch. Ja, aber ich würde jetzt... Irisch. Aber es reicht nicht. Sieht ja auch ein bisschen irisch aus, finde ich. Okay. Könnte es aus Ire? Als Ire durchgehen? Ja, ne? Pam, findest du nicht? Finde ich schon. Ja, doch, ne? Wenn ihr das sagt. Also ich, doch. Aber ich finde, ich bewundere Leute, die ganz toll singen können und davon bin ich echt weit entfernt, finde ich. Ach na ja, da muss man ein bisschen üben, das ist nicht so schwer. Okay. Ich meine, wenn der Antrag... Nächstes Standbein. da habe ich dir doch gleich schon wieder einen guten Tipp gegeben. Mein. Ah ja, wir können ja einen Abend zusammen aufnehmen, ist auch nicht schlecht. Dann mache ich die Backing Vocals. Nee, es gibt also, was weiß ich, gibt ja Kollegen wie jetzt Axel Prahl und Liefers und so weiter, die schon immer Musik gemacht haben oder Anna Loos oder so. Und die haben auch richtig was drauf und können, keine Ahnung, Instrumente spielen, was weiß ich. Also kannst du nicht? Kannst du gar nicht? Ja, ich kann ein bisschen Klavier spielen, aber nicht so, dass so. Ich kann da irgendwie nach Noten so ein paar Sachen. Du musst ja nicht gerade Liberace dahin brettern, ja, ich meine... Aber musikalisches Talent ist doch... Ich sag mal, Sänger wird nicht mehr stattfinden mit mir. Na gut, schade. Wir bleiben dran. In der Rolle singe ich gern mal. Dann hoffen wir, dass du mal eine gute Filmrolle kriegst in diese Richtung. Aber Musikgeschmack, was hörst du eigentlich für Musik gerne? Querbeet, alles durcheinander. Und was gar nicht? Wo du ich habe übrigens Musik. Ich habe übrigens immer ein bisschen Eigenwerbung zu machen. ich habe nämlich neulich ein Musikvideo gedreht, das erste Mal in meinem Leben. Echt? Und mit der Band Lied Fett aus Hamburg. Das Schlaflied, es geht um einen Mann, der nicht schlafen kann. Aha. Und den durfte ich spielen und die Band taucht dann in unterschiedlichen Rollen auf. Das hat total viel Spaß gemacht, mal zu drehen, ohne vorher Text lernen zu müssen. Oh, das ist ja cool, da haben wir gar nichts von erfahren. Also ist das alles nee, ist noch nicht raus. Ist noch nicht raus. Ich habe eine erste Schnittfassung gesehen und daran wird jetzt noch ein bisschen gebastelt. Und wenn das fertig ist, dann kann man das bestimmt irgendwo auf YouTube oder sonst wo sich angucken und ja, gucken, mir hat es total Spaß gemacht. Ich mag dieses Lied auch total gerne. Deshalb habe ich da auch mitgemacht und weil die Jungs nett sind. Aber was ist denn ich höre alles Mögliche wirklich. Also es meistens, ich war damals, als es so Kassetten gab, hatte ich immer Freunde, die sich mit Musik auskannten. Und die haben mir dann Mixkassetten gemacht. Ach so. Das heißt, ich hatte immer geile Musik. Und jetzt habe ich einen Laptop auch von einem Freund mal geerbt. Da waren irgendwie, weiß ich nicht, 30 Gigabyte oder mehr Musik drauf und ich habe dann immer irgendwie tolle Musik, aber weiß nie, von wem die ist. Also ich habe dann irgendwie so ein iPod zu Hause stehen und man hört das und alle sagen, was ist denn das für ein Lied? Und ich sage, ich weiß nicht, von wem das ist. Höre ich auch gerne, ja. The Doors und klar, also ich habe jetzt gerade, Abbey Road von den Beatles habe ich zuletzt gehört, also... Gibt es ja auch immer so diesen Unterschied, Beatles-Fan und... Ja, ich war Beatles, also... Ich war die Stones, tut mir leid. Weil die Stones waren mir zu hart. Da stehe ich drauf. Ja. Ja, aber die Beatles muss man echt sagen, wenn man das heute hört. Die waren schon, mega geil. Wenn damals so ein Beatles-Album rauskam, wie unterschiedlich die Songs waren. Die haben ja echt alles, Stilrichtungen gemacht. Ne? John Lennon fand ich schon sehr cool. Ich auch. Ja, der war so mein Favorite. Überhaupt ich hatte Poster zu Hause vom HSV, natürlich, als HSV-Fan. Von John Lennon. Und von John Lennon und von Ringo Starr. Ja. Ah ja, gut. Also ich war schon Beatles-Fan. Ja, der Beatles ist ja noch da, Ringo Starr, ne? Der ist noch da. Der ist noch da. Welche Musik kannst du gar nicht ab? Frage ich jetzt mal noch ganz schnell, um die Frage Ich bin echt, was ich nicht kann, ist Heavy Metal oder so. Ich merke immer, dass, ich weiß nicht, für mich... Ist schon hart. Ich habe immer, wenn ich arbeite, viele Menschen um mich rum. Und wenn ich dann Musik höre, brauche ich eher was harmonisch ist und was mich runterbringt. Also ich höre eher, ich sag mal, Mädchenmusik.
Also so Frauen mit Gitarre, Singer-Songwriter-Sachen, die, ja, die melodisch sind und die irgendwie schön, und auch bei elektronischer Musik sind das eher Sachen, die, ja, die so ein bisschen einfacher sind und so ein bisschen entspannender. Und wenn das so, dann, wo ich die Texte nicht verstehe und dann wo das nur auch erstmal 30 laut Bier, um ist. Das überhaupt, um da reinzukommen. Ja, ich glaube, wenn ich auf so einem Festival wäre wie Wacken, dann könnte ich auch irgendwann mitgrölen und mich im Schlamm wälzen. Aber so für zu Hause habe ich meistens eher ruhige Sachen. Ja. Klar, wenn ich laufen gehe oder so, dann höre ich auch Hip-Hop oder Sachen, die ein bisschen so einen Drive haben, der mich nach vorne bringt. Aber eigentlich bin ich eher so der ruhige Typ, was Musik angeht. Ja, generell wahrscheinlich auch. Du wirkst so auf mich, dass du so in dir ruhst. Ja, das denkt man, aber das ist nicht so. Aber da brodelt ein Vulkan. Ja. Ich bin schon eher, um das ernsthaft zu beantworten, ich bin eher innerlich getrieben. Also ich denke immer so, ach, ich müsste noch irgendwo hin irgendwas machen und so. Und ich bin nicht so tiefenentspannt und glücksbegabt, wie man denken könnte. Auch glücksbegabt würde ich aber jetzt mal nicht ausschließen. Nein, aber ich meine so Leute, die so den Moment total genießen und so. Ja, ich weiß, was du meinst. Die haben einen permanenten Lauf auch. Und egal, was die anfassen, da machen die Gold raus. Ja? Ja. Nee, bin ich auch nicht. Ich musste mir alles hart erarbeiten. Es war eine schwere Zeit. Es ist gut, Janne, ich danke dir. Wir sind drüber weg. Ja, wir haben es geschafft. Noch einmal Mord mit Aussicht. 39 Folgen, du hast gesagt, das waret. Ich habe da jetzt genug mitgemacht, aber... Nein, das sagen wir natürlich nicht, das war falsch ausgedrückt. Ich sage es nochmal, ich formuliere es nochmal neu. Also du hast das sehr lange gespielt und sagst, jetzt möchte ich eine neue Herausforderung. Das reicht 39 Folgen. Das Publikum oder respektive die Zuschauer sind aber anderer Meinung. Die würden dich da gerne wieder sehen. Was müssen die denn jetzt machen? Was muss denn der Sender machen, um dich zu überzeugen? Oder würdest du von vornherein sagen, das ist mir jetzt echt Schnuppe, ich habe so viele andere Sachen? Nein. Also das hängt ja nicht nur an mir, ob dieses Format jetzt weitergeht oder nicht. Da gibt es ja auch noch einige andere Kollegen in diesem richtig, Format. Ja. Und ich weiß nicht, vielleicht geht es ja nochmal weiter. Also der Sender möchte das ja gerne, Zuschauer möchten das gerne. Eben. Und da gibt es auch Überlegungen, wie, in welcher Art und Weise das weitergehen könnte. Ich für mich habe viel mehr Lust, was Neues anzufangen, als immer dieselbe Rolle zu spielen. Das kann ich nur die Zuschauer bitten, Verständnis für mich zu haben und zu sagen, ja komm, der hat das jetzt wirklich 7 Jahre lang gemacht und der ist ja nicht Schauspieler geworden, um immer nur Dietmar Schäffer zu sein. Ne? Also, und das, man kann jetzt auch nicht sagen, der verändert sich innerhalb dieser Serie so komplett und wird jemand ganz anders, weil das nun mal darauf aufbaut, dass die Kommissarin aus der Stadt kommt und ein schnelles Tempo hat und wir vom Land dieses langsame Tempo und von diesem Aufeinandertreffen der unterschiedlichen Kulturen, davon lebt ja dieses Format. Ne? Und wenn man jetzt sagt, man wird auf einmal das umdrehen oder so, das funktioniert vielleicht mal für eine Folge, aber es funktioniert ja eigentlich so, wie es ist, funktioniert es ja gut. Und so will man es ja auch wieder sehen. Wir haben mit dem Film Mord mit Aussicht mal was anderes probiert, auch eine andere Ästhetik. Und das fanden ja viele dann überhaupt nicht gut und haben gesagt, das ist gar nicht mehr Mord mit Aussicht, so wie wir das kennen und lieben. Aber ja, ich weiß auch nicht, man möchte ja auch jemand, der Konditor ist, der möchte ja nicht immer nur Schwarzwälder Kirschtorte machen, sondern vielleicht auch mal Nuss ausprobieren oder so. Und so ist jeder Beruf, kennt das ja, dass man sich mal danach sehnt, auch was anderes zu machen. Ja. Und so. Aber ich kann ja nicht sagen, dass ich das nicht gerne gemacht habe und das war immer eine tolle Arbeit. Das sind gute Bücher, das sind ganz tolle Kollegen da am Set und auch gute Regisseure. Also, vielleicht gibt es ja noch eine Überraschung. Vielleicht gibt es eine Überraschung, es geht nochmal weiter, man weiß es nicht. Aber ich wollte nur sagen, weil das damals ja mal so dargestellt wurde, dass ich mich beschwert hätte über die Bedingungen. Da habe ich generell in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung habe ich mich über die Bedingungen beim Fernsehen beschwert. Ich habe es gelesen, aber das habe ich aber jetzt nicht gesagt. Nein, aber das wurde damals halt oft so gesagt, der hat sich beschwert, dass da irgendwie weniger Drehzeit ist und deshalb steigt er aus. Also ich finde generell müssen wir beim Fernsehen aufpassen, dass wir nicht die Zeit immer weiter runtersparen, weil dann werden die Sachen nicht unbedingt besser. Nee. Man braucht manchmal Zeit, um was zu proben oder was schön zu spielen oder um mal eine Fliege über den Bauch laufen zu lassen oder so. Das kostet halt Zeit. Und gerade wenn die Sachen Humor haben, das so genaues Timing. Manchmal ein bestimmter Blick in einer bestimmten Sekunde ist lustig und der andere eben nicht. Und es braucht ein bisschen Zeit, das rauszufinden. Und man kann da nicht so fließbandartig die Sachen runterdrehen. Und deshalb bleibe ich dabei, dass es irgendwann ein Punkt ist, wo man nicht mehr schneller kann.
wo das auch falsch ist. Aber das ist nicht der Grund, warum wir Mord mit Aussicht nicht weitermachen sollten oder so. Ja, ich habe das auch gelesen, aber ich hab das jetzt wirklich extra nicht gesagt, weil ich höre das lieber von der Person, also in dem Fall du natürlich, lieber selber, was waren die Beweggründe? Ich habe mir das auch schon irgendwie gedacht. Und ich meine, eine Sache fällt mir dann noch ein, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, Jerry Lewis oder was, es ist schwerer, die Leute zum Lachen zu bringen, als zum Weinen. Und ich meine, da muss man muss nicht das komische Fach immer so in die Schublade rein, so ne, an die Seite schieben. Ach ja, komm, das kann ja echt hier, ja, kann man nicht. Nee, aber das ist, in Deutschland ist es leider so, dass auf der einen Seite sagt man das eben immer, das Schwierigste ist, Leute zum Lachen zu bringen. Ja. Aber wenn du Leute zum Lachen bringst, dann bist du eben der komische Typ. Ja. Dann kriegst du halt irgendwie einen Comedy-Preis, aber du kriegst halt keinen, weiß ich nicht, keinen deutschen Filmpreis. Ja, was hast du denn jetzt? Ist ein Grimme-Preis hast du ja auch schon. Ich habe einen Grimme-Preis bekommen und für einen Tatort, für ein komisches Format. Und da hat man eben erkannt, dass das nicht nur komisch ist, sondern eben auch, ja, gut gespielt in dem Fall. Was mich total gefreut hat. Also ja. Grimme-Preis ist immer noch unter Schauspielern, ist das so ein echt Prädikat wertvoll. Da freut man sich echt. Gibt ja bei anderen Preisen manchmal, okay, wer hat ihn bezahlt? Weißt du, also der wird von RTL ausgerichtet, ja, diese Preisverleihung. Komisch, dass dann so viele Leute von RTL Preise gewinnen. Also ja, ich sage jetzt nur RTL, machen. Ich könnte auch sagen Sat.1, Pro7 oder das ist, man merkt, dass die Preise halt nicht ganz unabhängig sind. Und wer die Kapelle bezahlt, stimmt bestimmt auch, was gespielt wird. Und der Grimme-Preis ist halt immer noch was Unabhängiges, wo man sagen kann, oh, wenn man den kriegt, da kann man sich schon ein bisschen was drauf einbilden. Insofern bin ich da ganz stolz. Kannst du mir auch. Ich meine, wer weiß, vielleicht gibt es ja jetzt für die nächsten Filme wieder eine Auszeichnung. Wir werden sie uns anschauen, wir werden ja auch zur Premiere dabei sein, da sehen wir uns ja bestimmt wieder. Und es kommt ja einiges jetzt. Ja. Haben wir da schon drüber gesprochen, was alles 24 kommt? Wochen. 24 Wochen im Kino. Genau. Dann kommt Wer aufgibt, ist tot. Wer aufgibt, ist tot, richtig. Das ARD am 18. November. Am 23. November kommt Wellness für Paare. Das war auch ein sehr spannendes Projekt. Das ist von Jan-Georg Schütte, der diesen Film gemacht hat, Altersglühen. Wo er so Mario Adorf, Senta Berger und so weiter in den Raum gesperrt hat. Ja. Mit 18 Kameras hat er die gefilmt. Und der hat eben jetzt 5 Paare genommen und hat, wir treffen uns in einem Hotel und da gibt es eine Paartherapie, die uns angeboten wird. Und Anneke Kim-Sarnow war meine Frau, da sind super Leute dabei, irgendwie David Striso, Sebastian Blomberg, Anke Engelke, Michael Wittenborn, also es war echt irgendwie, möchte jetzt keinen vergessen, Martin Brambach, Katharina Marie Schubert, also echt so Hammer-Leute, die da alle aufeinandertreffen und wir haben ein Wochenende gedreht mit 20 Kameramännern. Also anders als sonst, wo man 20 Tage mit einem dreht, haben wir halt irgendwie mit 20 an einem Tag gedreht. Und dann den Sonntag noch so ein bisschen was noch so gefehlt hat. Und das war total spannend, weil man eben kein Drehbuch hatte, sondern sich komplett durchimprovisieren musste. Das war sehr interessant. Ja, das kommt am 23., das habe ich selber noch gar nicht gesehen, aber das finde ich super. Und dann habe ich irgendwie durch Zufall im letzten Jahr 2 Kinder-Kinofilme gemacht. Nämlich einmal Robby Tobby und das Flievertüt wurde verfilmt mit echten Menschen in 3D und Tim Thaler mit Andreas Dresen. Also es ist auch wahnsinnig liebevoll gemachter, toller Film, der zu Weihnachten ins Kino kommt. Also werden wir auch drüber berichten. Also kommen jetzt irgendwie so ein paar Sachen nacheinander. Manchmal ist es ja so, da hat man vom Jahr die Sachen irgendwann mal gemacht und jetzt kommen die aber alle so zum Ende des Jahres raus. Ja, passt ja auch. Und Thema her, Kinderfilme, klar, Weihnachten. Ja. Und das ist Tim Thaler gerade wird ein super Familienfilm. Also ich kenne ja Tim Thaler noch von früher aus dem Fernsehen Ich glaube, alle so meiner Generation gehen jetzt mit ihren Kindern da rein oder vielleicht auch schon Enkel. Wer weiß das? Ja, ich nicht. Mein Gott, sind wir alt. Also ich. Grüße an Tommy Orner. Ja, du hast denn das Stock jetzt wieder gelassen. Ich sehe das schon wieder, kommt das vom Stuhl knallt. Ich bin ja auch vergesslich geworden. Ja, das kommt noch dann welcher Stock? Zuschauer. Also ich musste mir wirklich immer die Zettel hinhalten, damit er die Antworten weiß. Stock? Was für ein Stock? Bitte. Ja, wir sind am Schluss. Was? Ja, wir haben aber noch was Schönes für dich. Also, nein. Ich habe leider keine Leber in der Hand, aber erstmal das. Ich drehe durch. Also ich wollte dir eigentlich Cannelloni machen, aber ich habe es nicht mehr geschafft. Ich wusste auch nicht, ob du die magst. Ah, hätte ich gemocht, ja. Ja, dann musst du nochmal wiederkommen. Nächstes Mal. Nächstes Mal. Süßzeug. Süßzeug. Sehr gut. Hast du was zum Knabbern im Flieger? Vielen Dank. Bitteschön. Hatte ich schon erzählt, dass ich eine Diät mache?
Ja, da hat man das ja schon geholt. Ich muss noch runterhungern. Okay. Du musst das verstecken. Ich weiß ja nicht, ob du das magst, ob das so dein Geschmack ist. Das mag ich. Das mag ich mir im Mixer mit Milch und dann trinke ich das als Shake. Du verarschst mich jetzt. Natürlich. Ich weiß gar nicht, ob sich das mixen lässt. Versuch doch mal. Und dann rufst du mich an und sagst, wie es geworden ist. Aber Schokobananen kann ich wirklich nur empfehlen. Ja, danke schön. Ich bin auch einer auf Diät. Einer der wenigen, die tatsächlich Schokobananen essen. Wie auch der Kollege Böhmermann. Ich dachte, er ist jetzt zum Journalisten veräppelt, aber naja, gut. Nee, im Ernst. Ja, Gelee-Bananen und Franzbrötchen, da geht nichts drüber. So, jetzt muss aber auch Schluss sein. Ja, ja, gut. Und dann kriegst du Cannelloni, wenn du nächstes Mal kommst. Dann muss ich den ganzen Nachmittag in der Küche stehen. Ja? Weiß es zu schätzen, bitte. Okay, ja. Meine ich für jeden, schon, du. Ich freue mich jetzt schon drauf. Liebe Zuschauer, wir sind am Ende. Das war's bei Martina Mietz. Nach einer kurzen Pause sind wir wieder da mit dem fantastischen Bjarne Mädel. Es freut mich sehr für die erste Sendung nach der Sommerpause. Nee, wir sind ja noch im Sommer drin. Ist ja wurscht, er ist da, das zählt. Gucken und im Abspann kriegt ihr nochmal alle Informationen, was alles über Bjarne Mädel noch in Zukunft kommen wird. Danke Wissen die Leute, Zuschauen. Dass sie ins Kino tschüss. Gehen sollen? Ja, die Leute sollen ins Kino gehen. 24 Wochen. Sag tschüss. 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 Cut!